Yo, heute machen wir Fastfood, 5 Minuten, super lecker. Was wir dafür brauchen? Schweinelachs, Spargel, Paprika, Fenchel und eine rote Zwiebel. Cooking? Yes. Delicious. Yo. 5 Minutes, wir sind flink. Handtuch auf die Arbeitsplatte, Bretter drunter, damit es nicht rutscht. Inzwischen die Pfanne schon mal heiß machen. Öl in die Pfanne. Messer, Schweinelachs. Pro Person ein Steak in etwa 200 Gramm. Zack. Leicht parieren, beziehungsweise oben die Sehne etwas einschneiden, damit es gleich beim Braten nicht sich zusammenzieht. Da. Ich lasse das Fett immer dran. Gibt super Geschmack. Fenchel. Trockene Stellen abschneiden, einmal in der Mitte durch, Strung entfernen, keilförmig einschneiden, einmal in der Mitte halbieren nochmal und solche Scheiben unterschneiden. An eine Ecke, Spargel, schälen. Dafür den Kopf fassen, auf den Unterarm legen und am Kopf drehen, während man schält. Unten trockene Stelle leicht abschneiden. Zum Kratzen mit dem Messer immer die Rückseite benutzen. Immer hier so, wenn auf dem Brett geschabt wird, weil ansonsten die Klinge stumpf wird. Und dann leicht schräg dünne Scheiben runterschneiden, damit das nicht zu lange braucht, nicht zu dick schneiden. Nun die Zwiebel hinten ab, andere Seite auch ab. Perlen. Jawohl. In der Zwischenzeit, jetzt ist die Pfanne warm, das Fleisch anbraten. Zwiebel in Ringe schneiden. Dann die Paprika halbieren. Kerngehäuse raus. Zack, rausbrechen. Durchschneiden, das Weiße herausschneiden. Und Streifen schneiden. Et voilà. Fertig ist unser Gemüse. Auf geht's ans Fleisch nochmal. Wichtig ist, das Fleisch nicht zu heiß und nicht zu kalt braten. Also wir wollen nicht, dass es verbrennt, aber eine schön braune Kruste kriegt. Genauso lieben wir das. Ah, guck mal, das sieht gut aus. Wenn das eine schön braune Kruste hat, können wir es auch ein bisschen salzen. Ich habe jetzt Fleur de Sel genommen, könnt ganz normales Salz nehmen. Wenn das Fleisch jetzt von beiden Seiten angebraten ist, kommt das Gemüse hier mit zu. Ah, nice. Erst die Zwiebeln, das Fleisch ein bisschen an die Seite schieben. Jetzt die Temperatur ein bisschen runter regulieren, damit uns das nicht verbrennt. Nice. Schön die Zwiebeln anschwitzen. Den Spargel damit zu und den Fenchel. Ruhig auch schon ein bisschen würzen, damit das Gemüse ein bisschen Feuchtigkeit zieht und in dem eigenen Saft garen kann. So, dann das Fleisch kurz anheben und ein bisschen schwenken. Und dann das Gemüse fertig garen. Das Fleisch da drinnen ruhig vergraben so. Von den Seiten her. Jetzt zieht das der Geschmack von dem angebratenen Fleisch mit ins Gemüse und gleichzeitig gart es auch langsam mit dem Gemüse durch, das Fleisch. Jetzt können wir auch die Paprika hinzugeben.
Das Ganze braucht in etwa 5 Minuten, bis es jetzt fertig ist. So, dieser ganze Saft, der jetzt aus dem Gemüse gelaufen ist, den binden wir ein bisschen mit kalter Butter jetzt. Das heißt, so ein kleines Stück Butter kalt gibt so eine leicht sämige Bindung in der Soße. Fachlich heißt das Montieren. Und das ist super. Das Ganze wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und dann können wir es anrichten. Das Steak habe ich einmal in der Mitte schräg durchgeschnitten zum Anrichten. Und legt es so da drauf. Guckt euch das an, es hat noch eine leicht saatrosa Färbung. Das ist super. Nice. Und als Garnitur nehmen wir ein bisschen Thymian. Den stecken wir hier oben mit rein. Und dann ist unser Wahnsinnsgericht fertig.